Guten Abend und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Heute beschäftigen wir uns ganz mit der Fassade Ihres Eigenheims. Welche Themen das genau sind, sehen Sie jetzt im Überblick. Gut durchleuchtet, mit der Infrarotkamera können Schwachstellen am Haus aufgedeckt werden. Und neu verpackt. Bei Hausfassaden geht der Trend immer mehr zu Metall. Haben Sie schon einmal ein Bild Ihres Hauses gesehen, wenn es draußen kalt ist? Oft sieht man auf diesem Infrarotbild rote Schatten, gelbe Schatten oder orange Schatten. Das sind sogenannte Wärmebrücken. Wie Sie feststellen können, ob es bei Ihnen zu Hause Wärmebrücken gibt, wo viel Energie zum Dach oder zum Fenster hinaus gibt, das sehen Sie im folgenden Beitrag. Wer von seinem Haus Thermografieaufnahmen machen lässt, kann Energie und damit bares Geld sparen. Mit Hilfe der Infrarotkamera können Schwachstellen bei der Dämmung des Gebäudes erkannt werden, beispielsweise Wärmebrücken oder Durchfeuchtungen im Mauerwerk. Für Eigenheimbesitzer ist diese Maßnahme sinnvoll, wenn geplant ist, das Gebäude zu sanieren und so festzustellen, wo Handlungsbedarf besteht. Grundsätzlich kann man das natürlich auch anwenden nach einer Sanierung als Qualitätssicherung. Wie gut wurde gearbeitet, ist die Dämmung so, wie man es sich vorgestellt hat. Oder auch nach einem Neubau, das Gebäude wurde neu erstellt und kann somit natürlich auch abprüfen, wie gut die Handwerker gearbeitet haben. Durchgeführt werden können die Aufnahmen nur im Winter, genauer gesagt bei Temperaturen von maximal 5 Grad. Zudem müssen die Räume beheizt und die Rollläden geöffnet sein. Nur dann liefern die Thermografieaufnahmen exakte Ergebnisse und zeigen die Schwachstellen auf. Beim Gebäudebestand, Balkone, Fenster, Gebäudeanschlüsse, wenn Anbauten gemacht wurden, das sind eigentlich die klassischen Wärmebrücken, die auftreten. Und je nach Baustoff, der verwendet wurde, sieht man das dann sehr deutlich. Teilweise kann so schon mit geringem Aufwand viel Energie gespart werden. Die Thermografie dient allerdings nur den Eigenheimbesitzern und ist kein offizielles Dokument. Eine Thermografieaufnahme ersetzt keinen Energieausweis und ist auch kein Energieausweis, wird oft verwechselt, ist eine Zusatzinformation. Nach den Aufnahmen wertet der Experte die Ergebnisse aus und erklärt sie dem Auftraggeber. Der Bericht gibt konkrete Vorschläge, wie und wo genau gespart werden kann, um so auch die Wohnqualität zu steigern. Die Kosten für eine Thermografie liegen je nach Aufwand zwischen 100 und 150 Euro. Die Bilder der Infrarotkamera, wirklich eine interessante Geschichte, um arbeitende Handwerker zu kontrollieren oder zu schauen, ob es wirklich Zeit wird für neue Fenster. Alles weitere Interessante zum Thema Bauen und Wohnen jetzt in den Nachrichten. Schnee und Eis können am Dach starke Spuren hinterlassen. Nach dem Tauwetter sollten Eigenheimbesitzer deshalb einen Mängelcheck am Haus von innen und außen machen. Notwendige Reparaturen sollten dann nicht lange aufgeschoben werden. Ansonsten können Schäden noch schlimmere Folgen nach sich ziehen. Die Überprüfung der Wohnräume dient vor allem der Werterhaltung, die des Außenbereichs der Sicherheit. Der Hausbesitzer muss dafür sorgen, dass durch seine Immobilie und auf seinem Grundstück keiner zu Schaden kommt. Im Schadensfall muss er ansonsten haften. Die Aleo Solar GmbH warnt vor tödlichen Stromschlägen durch Solarmodule. Betroffen sind die Module der Hersteller Aleo Solar AG, SMD Solarmanufaktur Deutschland GmbH und SMD Solarmanufaktur Deutschland GmbH und Co. KG aus den Produktionsjahrgängen 2003 bis 2006. Die Gefahr geht von losen oder abgefallenen Deckeln sowie brüchigen oder abgefallenen Steckverbindungen der Anschlussdosen aus. Ist dies der Fall, liegen elektrische Kontakte frei. Bei Berührung kann es zu Unfällen, Verletzungen oder tödlichen Stromschlägen kommen. Liebe Zuschauer, sollten Sie eine Solaranlage auf dem Dach haben, denken Sie daran, diese regelmäßig überprüfen zu lassen. Übrigens, bei vielen Versicherungen ist eine jährliche Wartung heutzutage Pflicht. Nach einer kurzen Unterbrechung stellen wir Ihnen das Thema Außenfassade aus Metall vor. Bis gleich.
Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Unser Schwerpunktthema heute: Metallfassaden. Bei uns im Studio Florian Burg, Geschäftsführer der Firmengruppe Burg in Ravensburg. Metallfassaden, ist das der neue Trend? Hoffentlich kein Trend. Das ist letztlich einfach nur ein gutes Produkt, was immer mehr Bauherren und Menschen überzeugt und nie eine Trenderscheinung sein kann, weil es nachhaltig ist. Welche Vorteile Metallfassaden haben und wie Sie diese gestalten können, sehen Sie im folgenden Beitrag. Immer öfter wird heute Metall für die Fassadenverkleidung eingesetzt. Neben der Optik bietet dieses Material zudem Langlebigkeit, Frostbeständigkeit und Nachhaltigkeit. Im Januar 2015 wurde an diesem Wohngebäude in Ravensburg der erste Bauabschnitt abgeschlossen. Der zweite folgt. Rund 8 Monate hat es gedauert, bis aus dem 70er-Jahre-Bau ein moderner Wohnkomplex wurde. Vorab mussten sich mehrere Wohnungseigentümer über die Fassadengestaltung einig werden. Es hat hier seitens von der Bauherrschaft und von den Eigentümern hat es hier im Prinzip eine enge Runde gegeben, wo also ausgewählte Leute drin waren, wo im Prinzip das Farbkonzept mitgestaltet haben, also mit dem Architekturbüro, und wir das dann letztlich quasi über die Firma dann umgesetzt haben. Im Zuge der Fassade wurden außerdem die Innenverkleidungen der Terrassen und Balkone erneuert. Für die Wohnungseigentümer war nach ausführlicher Beratung durch die Experten schnell klar, eine Metallfassade anbringen zu lassen. Putzfassade hätte man müsste alle paar Jahre streichen, und da das ja bei uns von der Größe her, von der Höhe her, vom Gebäude sehr problematisch wurde, da müssen wir ja noch ein Gerüst aufbauen, und das sind alles enorme Kosten. Zwar sind die Kosten in der Anschaffung bei der Metallfassade teurer, diese lohnen sich aber am Ende. Metallfassade ist auf jeden Fall gegenüber einer Putzfassade, dass sie langlebiger ist, ja. Und da kostenmäßig sich auf jeden Fall amortisiert im Laufe der Zeit. Besserer Wärmeschutz, Regenschutz, Schallschutz sowie Schutz vor Bränden und Blitzen machen Metallfassaden nicht nur sparsamer, sondern auch sicherer. Die Langlebigkeit gewährleistet einen wartungsfreien Korrosionsschutz. Ursprünglich kommt es eigentlich aus dem wirtschaftlichen, sagen wir mal, aus Fabriken. Ja, und seit ein paar Jahren hatten wir das auch für Wohnhäuser entdeckt. Und Vorteil ist natürlich, dass es eine hinterlüftete Fassade ist. Das heißt, das Gebäude kann frei atmen, ohne dass von außen wieder nass wird. Möglich macht dies der Raum zwischen Dämmung und vorgehängter Fassade. Dadurch wird der feuchte Haushalt im Baukörper geregelt. Das schafft zudem ein optimales Innenraumklima. Metallfassaden sind überall einsetzbar, egal ob Wohnkomplex, Einfamilienhaus, Büro oder Industriegebäude. Herr Burg, wirklich beeindruckende Bilder, vor allem auch vom Design. Kann ich nun wirklich sagen, ich möchte es rund, gerade, grau, gelb oder orange haben? Freie Auswahl. Richtig, glücklicherweise ja. Wir haben jetzt hier in den Bildern Fassaden gesehen, die relativ gerade waren. Wir haben aber wirklich die Möglichkeit, diese Metalle zu bombieren, also zu runden bis zu einem Radius von einem Meter. Wir können jede Farbe verwenden, jede Rundung und da Freikörperformen machen, die fast grenzenlos sind. Was mich beeindruckt hat, ich habe eine Lebensdauer von 40 bis 50 Jahren und es fiel das Wort bauphysikalischer Vorteil, was mir als Laie gar nichts sagt. Vielleicht können Sie das noch mal kurz zusammenfassen. Also die Anforderungen an die Bauphysik sind in erster Linie immer die Wärmedämmung, die Schalldämmung und dann auch, sage ich mal, die bauphysikalische Regenerationsphase, das heißt, wie kriegt man Baufeuchte raus. Für alle drei Anforderungen haben wir mit der hinterlüfteten Metallfassade aus meiner Sicht das beste System, weil wir Wärmedämmung relativ frei sind von der Dicke, also die Energieeinsparverordnung komplett einhalten können im Energiesparmodus. Wir können vom Schall her 15 Dezibel verbessern an Gebäuden, was sehr viel ist. Und wir können eben durch die Hinterlüftung die Baufeuchte absolut ausführen und haben dadurch die Möglichkeit, keine Schimmelansätze am Gebäude zu haben und einfach die Wetterschicht entfernt von der Dämmung. Das ist ein großer Vorteil. Und gibt es sehr verschiedene Fassadensysteme. Ich habe Holz, ich habe den normalen Putz. Wie groß ist jetzt der Aufwand, wenn Sie montieren, und wie groß ist auch der Dreck? Davor haben ja auch immer viele Menschen unheimlich Angst.
Richtig, ja. Also gerade auf Baustellen mit Wärmeverbundsystemen hat man natürlich das Thema, dass man Dreck hat, dass man Pumpen hat und so weiter. Das ist mit dem Metallfassaden nicht so. Unsere Komponenten kommen komplett fertig auf die Baustelle, werden mittels Schraubverbindungen an die Wand geschraubt. Die Dämmung kommen auch in Platten. Das heißt, wir haben relativ wenig Dreck. Wenn wir Dreck haben, dann ist es trockener Dreck, der dann in Müllsäcke gepackt werden kann und weg. Es ist relativ einfach in den Bauablauf zu integrieren und auch kalkulierbar. Was mich am Ende noch interessiert als letzte Frage, wo liege ich preislich zur normalen Fassade? Weil ich kann ja das Mehrfamilienhaus machen, aber auch das Einfamilienhaus. Wir haben es im Einspieler kurz gesehen, da war eine Grafik da von der Amortisationsdauer. Wir sind sicherlich teurer in der Erstinvestition, liegen da bestimmt, je nach Projekt, sage ich mal 40 bis 80 Euro zum Teil pro Quadratmeter über dem Wärmeverbundsystem, holen das aber nach 10 bis 12 Jahren wieder rein, dadurch, dass die Metallfassade eben wartungsfrei ist und keinen neuen Anstrich benötigt danach, auch die Farbechtheit gewährleistet ist. Und man muss mal sagen, Aluminium natürlich jetzt insbesondere ein Baustoff ist, der 100% recycelbar ist, dadurch natürlich auch ein bisschen Spekulation drin ist. Das ist ein Baustoff, der relativ hoher Energieaufwand bei der Herstellung benötigt, dadurch sehr teuer ist, Energie ist teuer. Das heißt, in 50 Jahren, wenn ich meine Metallfassade wieder wegmache, bekomme ich natürlich wieder Geld dafür und habe sozusagen auch eine Investition. Sparkasse an der Hauswand. Es spart, genau, die Sparkasse an der Hauswand in Blech. Herr Burg, vielen herzlichen Dank für den Besuch hier im Studio. Liebe Zuschauer, kommende Woche Bauen und Wohnen mit dem Thema Dachreihe. Dachreihe, sagt das Ihnen etwas? Ist uns auch bekannt, natürlich. Hierzu empfehlen wir, die Tür am besten nicht aufzumachen oder am besten nächste Woche die Sendung anzuschauen, um da mehr zu erfahren. Vielen Dank, Herr Burg. Also kommende Woche Bauen und Wohnen unter anderem mit dem Thema Dachreihe. Ihnen nur noch einen schönen Abend. Tschüss.